Hallo, wir sind Tierdicks. Das ist Stefan. Moin, moin. Ich bin Jürgen und wir wollen heute über Tee versus... Beziehungsweise nicht Tee. Kräutertee, Früchtetee sprechen und genau, und dazu trinken wir was? Wir trinken dazu einen Baimodan. Den habe ich gekauft auf einer Reise in Fujian. Also das ist südliches China und dort in so einer Hügellandschaft. Und der ist organisch ausgebaut und ich glaube auch bio, also öko, also EU-Bio zertifiziert. Okay. Und wollen dazu die Frage klären, Tee, was ist das überhaupt? Ne? Tee, Kräutertee, ist es denn Tee oder ist es vielleicht irgendwie was anderes? Und wir haben dazu eine persönliche Meinung oder wir sind der gleichen Meinung. Oder auch nicht. Und zwar, wir differenzieren zwischen Tee und Infusion. Und ein Tee ist für uns ein Heißgetränk, was aus der Teepflanze, also wir haben hier zwei Camellia sinensis stehen, also alles, was aus dieser Pflanze kommt, aus der Teepflanze kommt, ist auch als Tee zu bezeichnen. Und alles, was nicht von dieser Teepflanze stammt, beispielsweise von Salbei oder von einer Früchtemischung oder was, und wo kein Bestandteil dieser Pflanze drin ist, die würde ich als Infusion bezeichnen. Also beispielsweise ein Hagebutten-Tee ist eigentlich eine Hagebutten-Infusion. Eine Hagebutten-Heiß-Infusion. Ja, Aufgussgetränk. Aufgussgetränk. Oder Aufguss, nur Aufguss, Hagebutten-Aufguss. Ja. Ja, also es hat sich halt so eingebürgert, dass man halt Salbei-Tee sagt oder... Mhm. Zitrone, Orange, Minze, Ingwer-Tee. Genau, das ist mega hip. Orange, Ingwer, Pfefferminz, Minze ist mega der Burner. Ja. Goji hier, wir haben hier noch ein paar Goji-Beeren am Start. Und alles, was mit diesen Goji-Beeren in Verbindung steht, ist mega on vogue. Wird als Tee bezeichnet, ist aber für uns kein Tee, weil kommt nicht von Teepflanze, hat mit der Teepflanze nichts zu tun. Und ist dann eine Frucht, eine Goji-Bären-Fruchtinfusion. So ungefähr. Also wir hatten vorhin das Beispiel mit, was jetzt gerade ja, so in den Verkaufsregalen zu finden ist, ist so das berühmte Seitan-Schnitzel oder das Tofu-Kotelett. Es ist so ein bisschen irreführend. Also ich kaufe das, also ich ernähre mich überwiegend vegetarisch. Aber es klingt immer so ein bisschen komisch, ne? Weil es ist ja kein Schnitzel oder ein Kotelett. Ein Kotelett ja, ist halt ich weiß, Schwein. Was du meinst, ja. Ja, also mir ist es so ein bisschen egal, sag ich mal. So, okay, dann hat sich das halt eingebürgert und dann ist es halt Salbei-Tee oder eben griechischer Bergtee oder was auch immer. Ja. Es gibt so Sachen, wo man es nicht extra dazu sagt oder das kann so für sich alleine stehen, zum Beispiel Mate. Ist ja jetzt auch neuerdings Mate. Als Limo total, oder neuerdings jetzt auch schon seit Jahren, aber als Aufgussgetränk sagt man einfach Mate. Ich hätte gerne eine Mate. Manche sagen auch noch Mate-Tee. Was irgendwie, aber echt selten, ja. Also wirklich seltener. Mate ist klar. Eigentlich ist es klar, ne? Und genauso müsste es ja eigentlich auch funktionieren, wenn man sagt, gießt du mir ein Salbei auf oder machst du mir ein... Salbei, also wenn ich in den Teeladen oder in ein Teehaus reinkomme und sagst, ich hätte gern was, ein Salbei-Aufguss. Ja. Salbei-Tee. Ja, also für mich ist es okay, das ist so die einfachste Variante, das hat sich eingebürgert und die meisten wissen ja trotzdem, dass die meisten, würde ich jetzt behaupten, wissen, dass schwarzer Tee, grüner Tee und weißer Tee alle von der gleichen Pflanze kommen. Vielleicht ist das auch gewagt und gar nicht so richtig. Dazu gibt es nochmal ein extra Video. Ja. Aber ja. Aber es ist ja auch so, dass also bei uns hat sich das eingebürgert im deutschsprachigen Raum, ne? Also besonders in Deutschland. Aber tritt man so ein bisschen außerhalb, in so Frankreich, England, Amerika oder sogar in China, da heißt es nicht Tee, ne? Da heißt es nicht Tee, ja. Da heißt es dann Infusion oder Infusion oder Infusione oder so. Und also da spricht man nicht von Peppermint-Tee, sondern das ist eine Peppermint-Infusion.
Worauf wir dann noch weiter eingehen können, das ist passend zum Thema, sind so hybride Formen, also wo ein bisschen was vom Tee drin ist, also von der Camellia sinensis oder Camellia arsamica. Mhm. Und das wären jetzt beispielsweise Jasmin-Tees. Also ich hätte es jetzt nicht als Jasmin erkannt, vielleicht wenn man dann an der Blüte dran riecht, aber da würde ich eben auch sagen... Die Blüten sind noch nicht ganz raus, aber das ist jetzt eine Jasminpflanze. Also eine Mischform wäre es für mich erst, wenn auch wirklich Bestandteile von einer anderen Pflanze im Tee mit drin sind. Also Blätter von einer anderen Pflanze oder Blüten. Bei einem klassischen Jasmin-Tee ist es so, dass der Tee eigentlich nur aromatisiert ist. Mittels frischer Jasminblüten und die Blüten dann aber wieder rausgelesen werden. Mhm. Das heißt, es bleibt eigentlich nur das Aroma im Tee. Ja. Das ist quasi trotzdem ein reiner Tee, eben aber aromatisiert. Mhm. Eine Mischform wäre, wenn jetzt eben die Jasminblüten drin bleiben würden. Oder was gibt's noch? Also so, es gibt ja so Tees, so grüne Tees, wo dann eben, ich weiß nicht, so... Blüten drin sind. Ne? Ja, aber es ist auch Tee drin. Das soll schön aussehen. Das ist dann eine Mischform, ja, wenn halt andere Bestandteile von anderen Pflanzen mit drin sind. Ja. Aber wäre das jetzt für dich dann Tee? Ne? Nehmen wir an, da sind jetzt so 80% Teeblätter drin, also von der Sinensis als Beispiel, und dann schwimmen da noch so ein paar Rosenblätter rum. Also, oder so ein Gemaicha. Ne? Gemaicha. Ja, mit geröstetem Vollkornreis. Also für mich ist es Tee, solange wie ein echter Tee drin ist. Und ansonsten kann ich damit leben, wenn auch so Kräutergeschichten als Tee bezeichnet werden. Ja. Davon geht die Welt nicht unter. Nein, aber wir wollen jetzt einfach mal diese Begrifflichkeiten klären. Also ich würde jetzt zusammenfassend sagen, Infusion. Der ist richtig lecker. Der ist gut, ne? Ja. Oh. Ja, der ist richtig gut. Und zusammenfassen... Ein richtiger Tee. Genau, ein richtiger Tee. Ein richtiger Tee hat Bestandteile der echten Teepflanze, also der Teepflanze. Und das ist entweder diese hier, das ist Camellia sinensis, und dann gibt es die Camellia arsamica, die hat dann größere Blätter. Und alles, was mit dieser Teepflanze nichts zu tun hat, könnte man korrekterweise dann als Infusion bezeichnen. Das wäre die galanteste Variante, ja. Ja. Würde ich auch zustimmen. Und was ihr darüber denkt, was eine Infusion ist, ob es vielleicht differenziert werden sollte oder nicht, ob man am Leben kann oder nicht, das würden wir gerne erfahren. Schreibt es doch gerne in die Kommentare rein. Und dann tschüss und bis zur nächsten Folge. Genießt euren Tee. Tschüss. Thank you.